Guten Tag, Herr Schleifnisch. Ich wollte nur Ihnen informieren, dass Frau Sabina Broll, die Ex St. Michael Vorstand, Mitglied, hat sich heute gemeldet. Nun, das hat auch nicht geklappt. Verstehen Sie? Denn Sabina hat mit Silvia, mit WhatsApp, bevor Sabina in mein Leben gekommen ist, Kontakt hatten in WhatsApp. Könnt ihr alles später gucken. Nun, ich wollte nur Bescheid sagen, dass Frau Sabina, Messdienerin von römisch-katholischer Kirchensystem, hat versagt. Leiten Sie bitte an Rüdiger Damm und Ansgar Schucke weiter. Ja, Sie haben versagt. Sie haben versagt und Sie sind pleite, hängen geblieben. Nun, das ist Ihr Zustand. Ich möchte damit nichts zu tun haben, denn Verantwortung müssen Sie selbst übernehmen. Ich habe meine Schule, meine Forschung hier und super authentisch haben Sie sich gezeigt. Ihre E-Mails habe ich, Ihre Verhaltensänderungen habe ich protokolliert, Herr Schleifnisch. Nun, das ist jetzt eure Ernte, was auf Sie zukommt. Verstehen Sie? Ich habe meine eigene Schule, mein eigenes Leben. Und genieße ich meine Ernte, was ich selbst verdient habe. Ich habe euch ertragen, ich habe ausgehalten, eure NS-Terror, Foltermethoden, verhungern lassen, alles, so Rufmord, meine Nachbarn hier gegen mich machen, alles habe ich schon protokolliert und genossen, ertragen, weil ich euch kenne, euer Denksystem, eure Züchtigungsmethode, ich kenne alles. Verstehen Sie, Herr Schleifnisch? Nun kümmern Sie sich bitte um Ihr eigenes Leben in Zukunft. Verstehen Sie? Denn Deutschland ist pleite und der Führer kommt nicht, weil Ihr Versagergenen in euch trägt. Der Führer kommt nicht, versteht ihr? Eure Führer kommt nicht. Mehrfach habe ich euch gesagt. Versteht ihr? Nun, euren Masterplan. Vatikanische Konzil, alles ist geflogen. Und ihr seid in eure Zuchtkolonie Theremonia gefangen genommen durch mich. Eine Ausländer macht ich mit. Verstehen Sie, Herr Schleifnisch, das ist Ihr Zustand. Bitte kümmern Sie darum. Der Rüdiger Damm brennt, Ansgar Schucke brennt. Das sehe ich alles und ich spüre eure Zappeln, Zappeln, Zappeln. Verstehen Sie, Herr Schleifnisch, schönes Wochenende, gönnt euch eure Ernte. Genau. Nun, deutsches Volk, ich habe öffentlich gezeigt, was römisch-katholische parasitäre System ist. Gönnt euch, denn die haben euch abgezockt in Deutschland. Merkt euch, nicht ich. Ich zeige öffentlich, was die mit mir gemacht haben. Das haben die auch mit anderen Deutschen gemacht. Deutsche Kinder geschändet. Deshalb sind diese Gotteshäuser leer. Die sieben, acht Parasiten in St. Michael zecken sich weiter. Wo sind die Kinder? Wo sind die Christen geblieben? Genauso, eins nacheinander wurden die terrorisiert, Rufmord gemacht. Isoliert in deren Häuser, gelitten, gelitten, irgendwann sind die gestorben und dann kam der Aasfresser Ansgar Bande, haben die den Rest geplündert. So gezeigt als Christen. Versteht ihr? Nun, ich habe meine eigene Forschungen, meine eigene Schule. Hier steht Europa Security. Ja? Ich bringe Leistungen öffentlich, zeige ich deutsches Volk, wer hier ist der Feind von deutscher Demokratie, wer ist der Feind von deutschen Menschen, wer ist der Feind von deutschem Staat, wer hat euch geplündert systematisch, wer hat eure Kinder missbraucht systematisch, um neue Söldner zu schaffen, neue kranke Kinder, die Sadisten und Masochisten, Täter, Opfer in sich tragen. Es, Tres, Esch.
Versteht ihr? SSS, ich bin ein SS. Ansgar ist eine Stress. Versteht ihr? Trisomie S. Die haben eine S zusätzlich in sich, heimlich und leise getragen. Nun, ich habe geforscht, gesehen, dass die Stress in sich tragen. Seit Kind wurden sie manipuliert, diese Kinder. Wie Sabina, versteht ihr, eine Messdienerin von katholischer Kirche seit Kind an. Absolute Sklave, gehorsame Soldatin. Körper ist nicht mehr vorhanden. Das sehen die als Mittel zum Zweck zu erreichen, die Ziele erreichen von Führer. Versteht ihr, das war das System von denen. Deshalb brennen die und brennen die und brennen die. Und das haben die gezeigt nach außen. Bomben, Bomben, Menschen ermorden, Blut, Feuer. Versteht ihr, das war's. Was geblieben ist, ist ein pleite Staat und die gesamte Zuchtkolonie Teremonia und die Soldaten von SS. Gehorsame Soldaten, die keine Führer haben, die keine Zuhälter haben, die pleite sind, keine Pepkoch haben, keine Koks mehr haben. Versteht ihr das System? Nun, die sind spielsüchtige Junkies. Was macht eine Junkie, wer keine Stoff bekommt? Wird aggressiver, aggressiver, aggressiver. Ja. Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe gesagt, ich bin Forscher Marty Schmidt. Ich habe viele Jobs. Merkt euch. Ja? So ist das Leben, Sabina. Hast du diese Parasiten von römisch-katholischer Sekte gefolgt? Und jetzt jammerst du, Jackpot verloren. Ist das mein Problem? Ihr habt ja frei. Ihr seid ja frei, wollt ihr alles frei. Ihr seid frei zu entscheiden und tun. Und habt ihr gemacht. Wo ist das jetzt Problem, Sabina? Nicht mehr heimlich und leise, öffentlich. Das deutsche Volk ist pleite. Verstehst du? So ist das schön. Ja, so ist schön, so ist schön, so ist schön, Ansgar. Warum so heimlich und leise Menschen foltern? Zeig doch, was du hast. Ja, du hast ja gezeigt. Und vorher heimlich und leise, seit 2022, 8.8., hast du dich physisch gezeigt. Das ist Exorzismus. Ich zeige eure dreckige innere Gestank und eure Straftaten vor Sicherheit Europa. Verstehst du, Ansgar? Aufgeflogen, hängen geblieben und deine Kaspershow, Christ, zieht nicht mehr. Denn ich habe selbst mehrere Male Spenden gegeben, jede Woche, Sonntag zu Sonntag. Als ihr ausgebrannt seid, habe ich extra euch geschrieben. Ich brauche Spende, ich habe kein Geld, ihr wusstet ja. Aber habt ihr euch gezeigt, wie ihr Sadisten seid, innerlich. Und das habe ich öffentlich gemacht. Wenn ihr Probleme habt, geht Anzeige machen. Nach Kriegszeit habe ich mehr Beute, mehr vatikanische Parasiten als Beute. Punkt.